Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind hier jetzt eigentlich mit der Vigilance fertig in der letzten Folge. Und ich würde jetzt gerne mal mit Sarah ihre Quests mal erfüllen wollen. Einige der anderen Soldaten müssen den Schlüssel patrouillieren. Ich habe nochmal Schwein gehabt. Das Schild-Upgrade der Vigilance hat im Kampf einen großen Unterschied gemacht. Ja, okay. Komm, gehen wir direkt aufs Cockpit. Und ja, welche Quests haben wir jetzt eigentlich noch aktiv? Müssen wir auch mal schauen. So, Kraft aus dem Jenseits. Auf Nebas. Ist Nebas hier oder wie? So, Rocklock. Hier, Nebas. Okay, haben wir hier. So, abdocken. Okay, wenn Nebas hier ist, dann können wir direkt dahin los. Die Kraft da einsammeln. So. Beziehungsweise, warte mal. Schlüssel. Da haben wir auch noch eine Quest drinne. Gehen wir noch mal rein. Jetzt bin ich neugierig. Das Schiff hat angedockt. So, und einsteigen. Kein einziger Kratzer im Lack. Anscheinend haben wir da noch eine Quest. Ja, wir tragen zu viel, das ist schon klar. Gibt es hier aber noch was? Oder irgendwen? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Unzugänglich, denken. Oh, hier haben wir noch Muni und Muni. Und noch eine Handgranate, nice. Und okay, da haben wir noch einiges. Zigaretten, nice. Ohne die Kippen gehe ich ja gar nicht raus hier. Was sonst? Anscheinend haben wir doch hier eigentlich nichts mehr. Außer hier die paar Toten vergessen zu looten. Nehmen wir, was wir kriegen können. Und geben nichts zurück. So sieht's aus. Okay, anscheinend habe ich vergessen, die zu looten letztes Mal. Okay, der chillt da auch noch ganz komisch. Was ist mit dem? Warum chillt er so? Shinya? Kann mit ihm nicht reden? Die liegt da in Standardpose, okay. Dann können wir noch knacken hier. Immerhin. So, wenn wir das hier hinpacken, kann das hier hin. So, dann würde ich den hier hinsetzen wollen. Und der wäre dann hier passend. Nice, das nehmen wir mit. Das und das.
Okay, aber eigentlich müssten wir hier jetzt jeden haben. Ich weiß nicht, was mit ihm jetzt ist. Muss er jetzt hier bleiben oder verschwindet er noch oder weiß es nicht? Ich muss aber auch langsam Sachen verkaufen. Ich bin wieder voll mit Inventar. Hier können wir jetzt nicht mehr verkaufen. Cockpit. Schiff ist wieder frei. Autsch. So. Nee, Arane 1, okay. Grafsprung bereit. Oder warte. Kann ich das abbrechen? Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier nach Nebas. Kurs festlegen? Ja. Grafsprung läuft. Verdammt. Also, nee, wo haben wir das? Da haben wir Nebas. So, packe ich das alles da rein. Und hier nochmal. Oder warte, kann ich dahin? Nee, ich muss mal wirklich dahin, oder wie? Ja, gut. Antrieb alles raus. Und hier rein. Dann gehen wir erst nach Arane. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. So, und... so. Scanner-Anomalie, dann landen wir da. Und holen uns da dann das nächste Stück. Sieht gut aus. Landesequenz wird eingeladen. Da sehe ich schon, okay. Aufstehen. Ich guck mal, wie viel ich von meinen Sachen erstmal hier irgendwo einlagern kann. Hey, Captain. Kann ich dir helfen? Nee, du kannst mir nicht helfen. Spind des Captains. Hier einlagern. Warte mal, was war hier? Revenant. Stimmt, den... Den möchte ich gerne noch behalten. So, Waffen habe ich 50 gerade. Big Bang. Drumbeat, weg. Alter, wie viel habe ich denn hier?
Ich habe echt zu viele Waffen gerade. So, Anzüge habe ich hier auf. Piratenangriff, Tiefensucher, Tiefensucher, Tiefminen, Piratencharger. Rucksäcke kann weg. Auch alles weg. So, Helme. So, Kleidung. Mode kann weg. Arztkleidung kann weg. Piraten-Captain. Sieht cool aus, aber kann weg. Piraten-Säbel-Rassler weg. Space-Trucker. Gefängniskleidung. Gravity-Plus. Weltraumschurke. Muskelshirt, Weltraumschurke. Und hier Outfit. Okay, warte mal, den anderen kann ich ja Dings hier. Könnt ihr vielleicht Sarah geben? So, Minen bin ich gar kein Fan von. Ressourcen kann auch erstmal alles eingelagert werden. So, Sarah? Da. Wenn es okay ist, würde ich... Lässt du mir ein paar Sachen da? Ja, ich gebe dir, ein neues Outfit. Hier, tauschen. So, Kleidung. Overall Miner. Komm, zieh das an und nehm die rüber zu mir. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Was heißt für dich ganz in der Nähe? Sarah. Nee, jetzt ernsthaft. Unsere Anzüge dicht. Sonst halten wir hier nicht lange durch. Scanner-Anomalie entdeckt. Da haben wir eine Anomalie. Ne, das da ist es. ...1,02 ist hier die Schwerkraft und arschkalt ist es hier. Aber es gibt hier eine Flora und Fauna. Wie können die hier überleben, wenn hier alles so wüstenartig ist und kein Sauerstoff? Wovon leben die? Was atmen die? Okay, das sieht krass aus hier. Aber jetzt ernsthaft, was atmen die, wenn... Tempel Iota. Welche Technologie die Sternenblüter besitzen müssen, um so etwas zu bauen? Hier gibt's Helium auf jeden Fall. Ich würde aber gerne wissen, wo ich hin muss. Autsch. Storchschnabelsocken. Also Aluminium gibt's hier ohne Ende. So. Ah, hier. Eingang gefunden.
Apropos, wir haben hier noch einen Skillpunkt, den würde ich gerne mal irgendwo einsetzen. Den hier könnten wir ja voll machen. Und den hier könnten wir auch voll machen. Töte 50 Gegner mit Pistolen. Könnten aber auch hier Dieb endlich mal machen. Würde ich sagen, wir fangen mal mit Dieb an. Tempe Iota. So, hier geht's wieder los. So, da haben wir den ersten. Da ist er wieder. Dann ist er da. Komm. Wieder da oben. So, und wieder da rein. Aber hier drin ist wieder Sauerstoff. Ich wollte gerade noch mit Sarah quatschen. 60 Erfahrungspunkte und weg ist er. Sarah? Da. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Hm? Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Ja. Wo ist mein Schiff? Okay, dann müssen wir noch eine eben machen. Von den Anomalien. Autsch. Okay, erstmal wieder verletzt. Warte mal, jetzt haben wir hier wieder neue Kräfte. So, Präkognition. Ah, das sind immer die Dinger hier, okay. Diese ganzen Punkte, das sind alles, verändere das Zeitgefüge, um einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sehen, welchen Weg jemand gehen wird und was er sagen könnte. Okay. Also ein Blick in die Zukunft kann ich damit nehmen, okay. So, es gibt aber noch eins, was ich jetzt noch besuchen will. Sauber, Sarah. Dafür müssen wir zurück nach Kriegs. Warum guckt er jetzt die ganze Zeit hier nach links?
Das stört mich immer wieder, dass der immer wieder nach links guckt. So, dass der immer nach links guckend hängen bleibt. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Okay, was hast du denn? Sarah? Wo bist du? Jetzt erstmal suchen, wo die gute Dame jetzt wieder ist. Du bist nicht Sarah, aus dem Weg. Ah, da ist er. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Ja, guck mal hier. Kosmetikum hinzugefügt. Danke. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Jo. Habe ich vor, als nächstes zu machen mit Admiral Logan. So. Hier wären wir. Und abheben. Fluglaufbahn berechnet. Wir sind im Orbit. Okay, Spacer Kyoto. Werden wir erstmal von Space angegriffen? Ach, hier, der. Hey, pass auf. Wir verstehen uns nicht gut. Aber wir müssen uns kurz. Das war ihr Antrieb. Upsi. Wir haben den Grafantrieb erwischt. So, den da auch noch, komm. Wieso sind wir so langsam? Ihr Grafantrieb ist ausgefallen. So. UC System Gladius 2, was? Okay, da habe ich jetzt nicht verstanden, warum der jetzt gegen mich war. Was hatte der gegen mich? Verstehe ich nicht, was da gerade gewesen ist, warum der so sauer auf mich war, mich mit angegriffen hatte. Frachtraum? Kann ich irgendwas wegschmeißen, was ich nicht brauche? So, abwerfen. 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 Kommt, das alles brauche ich nicht. So. So, schon wieder der Wecker. Gut, dann gehen wir mal dahin. Die Credits nehmen wir aber mit. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber okay. Kann ich dann halt jetzt nichts weitermachen. Eridani, da will ich jetzt nicht hin. Sondern nochmal zurück auf Krix. Und dann zu Nebas, genau.
Ja, Kurs festlegen. So, 6 Monde haben wir hier. So, da ist die Scannanomalie. Dann holen wir uns die auch nochmal. Aber ich finde super, dass hier auch einen Mond gibt, oder einen Planeten, das nach mir benannt ist. Gefällt mir auch. Und verlassen. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Alles da. Okay, jetzt ist... Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Was? Eibeutel? Die Richtung, okay. Uran gibt's hier. Nice. Das ist schon mal gut hier. Hat es damit zu tun? So, Aktivitäten, sprich mit Barrett. Was ist das da? Ach, das sind die Eibeutel. Kobalt. Hier gibt's auch Kobalt. Okay, nice. Und noch was. Sprich mit Sarah. Danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Es dauert nicht lange, versprochen. Okay. Ich wollte dir nur sagen, wie stolz ich bin, dass du die United Colonies unterstützt und die Crimson Fleet eliminiert hast. Du hast quasi im Alleingang die besiedelten Systeme vor einem ihrer größten Feinde gerettet. Ich kann dich gar nicht genug dafür preisen. Das ist aus deinem Mund wirklich ein großes Lob, Sarah. Ich finde, du übertreibst ein klein wenig. Schuldig keine Erklärung. Ich dachte, United Colonies interessieren dich nicht mehr. Das ist aus deinem Mund wirklich ein großes Lob, Sarah. Naja. Ich weiß zwar nicht, ob ich das verdient habe, aber dennoch danke. Was hat dich denn zu dieser richtigen Entscheidung motiviert? Du hättest Kriegs Vermächtnis zum Schlüssel bringen können, hast es aber stattdessen zur Vigilance geflogen. Ich konnte nicht zulassen, dass die Crimson Fleet noch stärker wird. Ich wollte Commander Kander nicht verraten. Ehrlich gesagt war es eine knappe Entscheidung. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Komm, ich wollte Sarah nicht enttäuschen. Oh. Nun, ich bin geschmeichelt, dass ich deine Entscheidungen derart beeinflusse. Und du scheinst mich gut zu kennen. Du bereust es also nicht, dass du Delgado verraten hast? Ihr müsst ja eine tolle Partnerschaft gehabt haben. Ich bin froh, dass Delgado im Gefängnis ist. Da gehört er hin. Delgado war ein anständiger Kerl. Er hat sich nur leider mit den falschen Leuten eingelassen. Delgado war gar nicht so übel. Das Leben hat es nur nicht sonderlich gut mit ihm gemacht. Ich glaube eigentlich, dass er ein anständiger Kerl war. Nein, tut mir leid. Delgado hat sich schändlich verhalten. Die Schuld liegt nicht allein bei seinen Piratenkameraden. Es irritiert mich offen gesagt, dass du ihn so bereitwillig verteidigst. Tut mir leid, Delgados Rhetorik kann echt überzeugend sein. Wenn du mal ein wenig Zeit mit Delgado verbracht hättest, würdest du es verstehen. Tut mir leid, dass dir das nicht gefällt, aber so sehe ich das ein. Komm. Ja, wer lang genug unter den Wölfen lebt, der beginnt sich wie ein Wolf zu verhalten. Ich frage mich nur, wie lange dieser neue Frieden wohl halten wird. Zumindest eine Weile. Wir werden die Crimson Fleet niemals ganz loswerden, würde ich sagen. Zumindest eine Weile. Vielleicht. Meine größte Sorge ist, dass Neva Mora nicht geschnappt oder getötet wurde. Ich hoffe, sie war klug und ist dauerhaft ins Exil gegangen. Die
Die Zeit wird es zeigen. Tja, jetzt habe ich uns wohl die Stimmung und die Laune verdorben. Ich hoffe, mein sinnloses Gerede hat dich nicht zu sehr aufgehalten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo, kein Thema. So, genau, da wollten wir hin. Und das wollten wir auch nochmal scannen. Ist das Ding auch Gold. Kalibriert? Und Eisen, nice. Hier so schnell so viel. Okay. So, die Eibeutel. Neues geophysikalisches Merkmal. Oder warte mal. So. Wenn hier Kelomit ist, dann kann ich das doch abbauen, ne? So. Sprich mit Barrett, ja, da hinten, aber ist es das hier oder wie? Unbekanntes Merkmal, 0 von 1 gescannt. Komm, ja. Muss ich da hoch oder wie? Ui, ja, komm, oben bleiben. Oben bleiben? Nein! Ah, da! Da muss ich hin. Okay, und das hat dann also mit den Sternblütern zu tun. Ah, da haben wir Nickel. So, dann gehe ich mal von aus, dass das da wirklich das ist, wo wir hin müssen. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Nach so einem Turm. So. Oh, da haben wir was zum Scannen. Was ist denn das? Plutonium. Also hier scheinen seltene Metalle irgendwie nicht so selten zu sein. Vom Gefühl her. Warte mal, da haben wir noch was. Wasser! Nice! Also den Planeten werden wir definitiv noch safe fertig kriegen. Und hier auch nochmal. Eigentlich, was fehlt denn jetzt noch?
Wir haben Plutonium, wir haben welche Metalle fehlen hier noch? Wenn wir jetzt so nochmal gucken. Kupfer. Nur noch Kupfer, dann haben wir alle Metalle. Tempel Nu. Diese Ruinen haben dem Zahn der Zeit getrotzt. So, lass mir raten. Hier ist der Eingang? Ja, hier ist es. So, und es öffnet sich. So, Tempel Nu. Haben aber auch ganz schön komische Namen. Okay, es hatte gedauert. So, wo ist denn... Da ist die Formation. So. Wieder da oben hin. Ach, da hinten hin, okay. Da. So, komm schon. Ich habe so das Gefühl, dass hier jetzt wieder so einer der ewig dauern wird. Nee, doch nicht. Nice. Noch eine Quantum-Essenz erhalten. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Quantum-Essenzen brauche. Wenn ich ehrlich bin. So, Schnellreise können wir machen. Ja. Dann sind wir schnell im Schiff. Könnten wir eigentlich ein netter Tapetenwechsel. Was für ein netter Tapetenwechsel? Startfreigabe. Ich liebe das. Erreichen den Orbit. Jo, okay, alles klar. Was haben wir noch für eine Quest? Sarah Morgan hat mich gebeten mit... Ja, komm, wir machen das. Fangen wir jetzt mal damit an. In Memorian. Nach Alpha Centauri, okay. Kriegen wir hin. Kann ich hier irgendwie
Ich habe Schmuggelware an Bord. Und ich habe hier ein Kopfgeld von 650. Wie kommt das denn? Ah, weil der eine wahrscheinlich hier, Ach, egal, komm. Ja, reisen wir hin. Reisen wir hin, ist mir jetzt auch egal. Dann zahlen wir das Kopfgeld und, die sollen dann das Dingens, die Schmuggelware rausnehmen. Ich habe keine Ahnung, woher das Kopfgeld jetzt kam, außer vielleicht von der Yuzi Sister, die gerade mich angegriffen hatte. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs bei. Du wirst gesucht. Halte sofort das Schiff an und lass uns an Bord, sonst eröffnen wir das Feuer. Hier, Hier. Ja, ich wollte kooperieren, ja? Nein, Solomons Karten wurden entfernt. Oh, nö. All mein Liebesgut. Das finde ich jetzt scheiße. Ja, aber wie kam das vor... Mir fällt nichts ein, was ich sagen soll. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. So. Okay, Sarah haben wir hier. Aurora entfernt. Schwarzmarkt Antiquitäten entfernt. Nein. Besitze ich jetzt überhaupt noch was? So, Mass District. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Ja, wir sind da auf dem Weg hin. Ja? Wir sind übrigens in der Nähe, Sarah. So. Hier. Zentralkommando Büro der Präsidenten Systems Defense. So, wo haben wir Admiral Logan? Ist der das? Sieht so aus. Pascual Logan, Fleet Admiral United Colonies Navies. Sarah Morgan. Wie lange ist das her? 10 Jahre. Admiral, schön, dich wiederzusehen. Sir. Du musst mich nicht mit Sir ansprechen. Das Protokoll ist außer Kraft getreten, als du deine Cluster auf meinen Tisch geworfen hast. Admiral. Ich will keine alten Wunden aufreißen. Alte Wunden ist interessant, angesichts unserer Vorgeschichte. Commander, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber wie wäre es, wenn du direkt zur Sache kämst? Ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche. Meine Hilfe? Interessant. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du mir mehr als deutlich gemacht, dass du der Navy den Rücken kehrst. Das war vor 10 Jahren. Menschen ändern sich. Mhm. Admiral, bitte. Ich will mich nicht mit dir streiten, sondern meine Vergangenheit aufarbeiten. Da
deine Vergangenheit, verstaubt im Archiv. Da hast du sie zurückgelassen, als du den United Colonies den Rücken gekehrt hast. Und was ist mit dir? Wer bei allen Sonnen bist du überhaupt? Noch nie was von mir gehört? Nur ein besorgter Zivilist. Ist das wichtig, wer ich bin? Hier geht es immerhin nicht um mich. Ich habe fast 10 Jahre lang nicht mit Sarah Morgan gesprochen und dann platzt ihr beide in mein Büro. Ich will antworten. Sag mir erst einmal, wer zur Hölle du bist. Von mir müsstest du gehört haben. Sarah ist eine Freundin. Na gut. Dann könntest du mir freundlicherweise erklären, warum ich euch beide nicht aus dem Gebäude eskortieren lassen sollte? Bei allem Respekt, Admiral. Das ist lächerlich. Wenn du ein Problem mit mir hast, ist es völlig unnötig, außenstehende Personen anzufahren. Ich habe kein Problem mit dir, Commander. Ich versuche nur zu ergründen, warum du die Hilfe der Navy verdienst. Sarah ist hier, um den Vorfall zu klären, der ihre Navy-Karriere beendet. Sarah ist hier, um ein Mysterium zu lösen, das auf ihrem Gewissen... Kann ich das jetzt... Naja, ich kann die Spezialdings nicht machen. Schade. Sarah ist hier, um die Gefallen unter ihrem Kommando zu ehren. Gefallen. Das ist eine sehr noble Geste. Stimmt das, Commander? Es geht um Cassiopeia, Admiral. Ich fliege zurück, um herauszufinden, was mit der Crew der Dauntless passiert ist. Und hoffentlich ihr Vermächtnis zurückzubringen. Das klingt gefährlich. Bist du dir sicher, dass es das Risiko wert ist? Ich weiß nicht. Wir weigern uns, die Crew der Dauntless lediglich Statistik bleiben zu lassen. Lass die Gefahr unsere Sorgen sein, Admiral. Wenn es nur so einfach wäre. Wenn die Navy eure Mission absegnet, dann übernehmen wir Verantwortung. Und offen gesagt würde ich mir nie verzeihen, wenn ihr nicht zurückkämt. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Admiral. Aber ich war für diese Crew verantwortlich. Das Risiko ist mir egal. Diese Männer und Frauen kommen nach Hause. Verstehe. Und ich muss mich wohl bei dir entschuldigen, Commander. Unsere letzte Begegnung hat mir ein falsches Bild von dir vermittelt. Wie kann ich helfen? Wenn ich Zugriff auf die Akten zu meiner Rettung bekäme, wäre ich dir sehr verbunden, Admiral. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich habe alle relevanten Informationen auf deine Slates gesendet. Gibt es noch etwas? Nein, Admiral. Danke. Du musst dich nicht bedanken, Commander. Ich hoffe nur, du findest, was auch immer du suchst. Okay, nach Cassiopeia 1. Okay, machen wir uns auf den Weg. Sarah sieht aber auch sehr emotional aus. Papa. Hey. Selber hey. Und dass der mich nicht kennt, ich bin hier, egal, brauche ich nicht zu erklären. Haben die eh alle wieder vergessen, wer ich bin, was ich für die United Colonies, für das Freestar, für die Sisters und so getan habe. Alles vergessen. Wir wurden über deinen neuen Status informiert. Glückwunsch zur Klasse 1. Ah, jo, danke schön. Die hat es wenigstens nicht vergessen. Dass ich Bürger der Klasse 1 bin. Ich hoffe, mein Raumschiff ist aber immer noch da, geparkt. Weil wir wurden jetzt, festgenommen. Weil wir Mist gebaut haben, irgendwie, angeblich, anscheinend. Also, wir hatten aus dem Nichts ein Kopfgeld. Stelle ich mir die Frage, ob mein Schiff noch da steht, wo der stehen soll. Wieso habe ich jetzt die Waffe gezogen? Dinge passieren. Okay, es ist noch ganz normal hier. Okay. Apropos, ich muss einmal zum Verkaufsautomaten. Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten auf ihren Schiffen. Ja, verkaufen. Waffen. Das ist alles meins.
Kleidung. Das kann weg, das kann weg. So, okay, warte mal. Sonstiges. Baseball-Schaukasten. Leere Bierflasche. Warum habe ich eine leere Bierflasche mit? So, aber hier kann ich Sachen schon mal verkaufen. Ne, nicht alles. Hier. Der kann weg. Der kann weg. Das. Nee, so. Osmium-Dolch? Der sieht cool aus. So, dann schauen wir mal. Munition haben wir noch. Anzüge. Rucksäcke. Ja, komm, die brauchen wir gar nicht mehr. So, irgendwas, was wir noch für 11 verkaufen können. Irgendwas, das 11 wert ist. Da. Ah, Heilpass, nein, da brauchen wir noch. Oder? Warte mal, unter Hilfe vielleicht. Dann so. Wir wollen hier nämlich keine Terrormorphs sehen. Ja, ja. So, Cockpit. Und abheben. Ich hoffe, die sind jetzt mir nicht mehr feindlich. Umlaufbahn programmiert. Willkommen im UC-Raum. Oh, sieh dir diesen Ausblick an. Während wir deine Fracht scannen. Okay, die sind mir gegenüber nicht mehr feindlich. So. Ah, nach dahin? Okay. Eta Cassiopeia. Sprung. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Ich komme doch gerade von da. Großmutter? Ich rede nicht gern über dieses Teufelsding. Komm einfach rüber. Okay. Also, ich muss in ihrem Tempo sein. Andocken. Die klingt nett auf jeden Fall. Und da kenne ich ja. Und das kenne ich ja noch. Einsteigen. Also will ich wissen, was die will, wer das ist. Wir können bei ihr essen. So, So, Moment. Da können wir nicht rein, aber sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Mit einem schönen Teppich, das finde ich interessant. Warte mal, eine Jeans liegt da. Ken Ak Shepherd Pie.
Ach so. Hier, das ist die. Hallo. Hab gehofft, dass du vorbeikommst. Ja, hi. Schlimm, dass man im Weltraum immer allein ist. Ich hab immer mit meiner besseren Hälfte gespeist, bis er verstorben ist. Oh. Ich habe jede Menge. Bring Hunger mit. Schön, dich kennenzulernen, Ma'am. Oh, so förmlich. Ist mir eine besondere Freude, dich kennenzulernen, der Herr. Seit letztem Jahr bin ich im Ruhestand und reise jetzt viel. Ich wünschte, ich hätte das machen können, als ich noch jünger war. Meine Enkel finden es schlimm, dass ich hier draußen bin. Die sind auf 180. Du glaubst nicht, was für Leuten ich begegnet bin. Im Weltraum ist es gefährlich. Deine Enkelkinder machen sich aus gutem Grund Sorgen. Der Weltraum scheint exzentrische Persönlichkeiten anzuziehen. Eine Großmutter so weit weg von ihren Enkelkindern zu finden, ist ungewöhnlich. Was ist das Seltsamste, was du so erlebt hast? Ich habe mal jemanden zum Essen eingeladen wie dich. Und dann kommt er splitterfasernackt an Bord. War ein Nudist der alten Schule. Er meinte, im Weltraum sehe das niemand. Ich hab's aber gesehen. Okay. Der Weltraum scheint exzentrische Persönlichkeiten anzuziehen. Aber absolut. Und was hältst du von den besiedelten Systemen? Unglaublich, dass es so viele Sterne, Planeten, Monde und was weiß ich nicht alles gibt. Da wird einem schwindelig. Genau das liebe ich. Es gibt mehr zu sehen, als man in einem Leben schaffen kann. Das brauchst du was? Vielleicht kann ich die neue Leute zu treffen. Ist für mich das Schönste im Weltraum. So weit und leer. Echte Schwerkraft mag ich auch lieber. Genau das liebe ich. Es gibt mehr zu sehen. Ich würde das hier machen. Kannst du laut sagen? Ich bin total kaputt, Liebchen. Ein ziemlich langer Tag geht zu Ende. Aber nimm gerne noch Essen oder was anderes mit. Ich habe reichlich. Also ich darf mich hier bedienen oder was? Oh, ich kann das direkt verbrauchen. Nice. Okay, seit wann ist denn das jetzt? War jetzt ein Update gewesen, dass ich es jetzt verbrauchen kann? Ui, was war das? So, da ist nichts drin. Das fand ich jetzt aber nice, dass ich das jetzt kann. Wer weiß, vielleicht hat die noch genug zu essen hier, dass ich mich einmal heilen kann. Käse. Nice. Tizblock. Traumapack nehme ich mit. So, was haben wir da? Verbrauchen. Nochmal verbrauchen. Komm, die Birne. So, Tranquility, okay. Also Tee kann ich nicht direkt verbrauchen. Was haben wir da? Nice, auf jeden Fall, war mir wirklich eine Freude. Ja, die tut mir ein bisschen leid, aber sie hat gesagt, ich darf benutzen. Ich darf nehmen. Es geht ja noch weiter nach oben. Hatte ich noch mehr? Ein Schiff über 3 Etagen. Zählt das als Diebstahl hier? Soll Autsch. Ich dir etwa hinterher springen? Ja, bitte. Da geht's ja nicht weiter rein. So, kann ich das auch direkt verbrauchen hier? Nee, kann ich nicht direkt. Da haben wir was. Gesundheit.
Gesundheit muss wieder voll werden, ja? Ey, ich finde das nice, dass wir das direkt hier so nutzen können. Nee, das wollte ich nicht. Ach, die sind leer, okay. Die leeren packen lassen wir. Notfallkit. Ey, aber das war jetzt cool, fand ich. Das war jetzt wirklich cool. Die war nett. Vielleicht sehen wir die wieder. Klammern gelöst. Luftdruck stabil. Schubdüsen bereit. Ich kann die nicht nochmal anrufen, was? Oh, okay. Egal. So. Mineralien vorkommen. Nice. Haben wir zumindest ein bisschen Wasser. So, und da müssen wir hin. Landeplatz ist frei. Gehen wir runter. Aufstehen. Und dann würde ich sagen, ab hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!